Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Upper Floor Capital zu einem neuen Video. Und es geht natürlich um die Kryptowährung, das Thema, was uns alle interessiert. War es das mit den Kryptowährungen? Sollte man jetzt aussteigen? Kommt die nächste Eiszeit wie 2018, der Kryptowinter, die Kryptosteinzeit? Oder ist das alles nur eine Korrektur auf dem weiteren Weg nach oben? Das gucken wir uns jetzt heute eben mal an. Vorneweg natürlich, was habe ich gemacht? Ich habe das Ganze ausgesessen, beobachtet und werde meine Coins natürlich auch weiterhin halten. Warum ist es zu diesem großen Kursrutsch gekommen? Wir haben eben sehr, sehr viele Sachen, die jetzt eben auf einmal auf die Kryptowelt lasten. Wir haben dieses ganze Debakel um Elon Musk, um diverse Coins und natürlich Tesla und Bitcoin, die jetzt eben die Zahlung mit Bitcoin ausgesetzt haben, sich wegen dem großen Stromverbrauch und so weiter den Energiebedenken eben dazu negativ geäußert haben, was eben für die erste Entrüstung und für die ersten Kursrutsche gesorgt hat. Dann hatten wir die US-Finanzaufsicht, die sich Binance, die größte Wechselbörse der Welt, vornimmt. Wir haben Verzögerungen bei Ethereum 2.0, was gerade für Ethereum eben nochmal zum Belastungsfaktor geworden ist. Wir hatten Notenbanker von der EZB, die sich negativ zu den Kryptowährungen ausgesprochen haben, auf der europäischen Seite zum Beispiel, bei der US-Seite. Da kam noch hinzu, dass man eben einige Asset-Märkte als deutliche Blasen bezeichnet hat und auch nochmal solche Finanzministerinnen wie die Janet Yellen aus den USA eine Kryptosteuer von 80% auf die Gewinne vorgeschlagen haben, und das lastet eben auch nochmal schön hier auf den ganzen Markt. Und gestern nochmal der Hammer, der eben auf diese ganze Sache oben drauf gehauen hat: die chinesische Regierung, die Bitcoin jetzt nicht nur wie 2017 den Handel damit verbietet, sondern eben auch jeglichen Banken, die in Beziehung mit Geldströmen und so weiter aus Kryptowährungen stehen, das zu verbieten. Das heißt, man kommt nicht mehr aus seinen Kryptowährungen raus und kann sich das auf sein privates Bankkonto überweisen. Und da haben eben viele Leute Angst gehabt, dass das eben für deutlichen Verkaufsdruck führt, dass dort eben ein Großteil der Leute, die natürlich in China ansässig sind, von der Krypto-Community eben irgendwie aus diesen ganzen Assets flüchten und eben Bitcoin und Ethereum verkaufen, um eben nochmal an ihr Geld zu kommen. Das hat eben für diesen Verkaufsdruck gesorgt. Dann kam wieder diese emotionale Spirale mit rein. Plus nochmal Liquidation, die wirklich noch keiner, glaube ich, hier im Markt gesehen hat. Wir hatten jetzt eine Hochrechnung, dass 775.000 Kleinanleger oder Trader eben liquidiert wurden, aus ihren gehebelten Positionen rausgeflogen sind. Und das hat natürlich hier für diesen enormen Abverkauf, für diesen Flash gesorgt, dass wirklich die Kerzen einfach immer steiler, immer schneller geworden sind. Und da wurden eben 8 Milliarden einfach mal eben angehebelten Positionen innerhalb von Sekunden einfach mal getötet. Sehr, sehr krass. So, was spricht jetzt eben dafür, dass das hier alles nur eine Korrektur ist mit dem Ziel weiter zu steigen? Natürlich kann man sich wieder das ganze große Bild angucken. Wo kommen wir denn überhaupt her? Wir hatten die Situation, dass wir hier seit Anfang des Jahres wirklich extrem gestartet sind und hochgeflogen sind. Ethereum bei 750 Dollar gestartet, innerhalb kürzester Zeit 3, 4, 5 Monate auf die 4.400 hoch. Bitcoin auch von 28.000 auf die 65.000, teilweise auf einigen Exchanges. 62.000 ist, glaube ich, bei CoinMarketCap das Allzeithoch angegeben, und das ist natürlich eine enorme Vervielfachung. Und wenn wir uns jetzt mal versuchen, hier irgendwelche Trendlinien einzuzeichnen, dann wird man eben sehen, dass man sich eben in den letzten Tagen und Wochen hier deutlich von jeglichen Trendlinien entfernt hat und hier wirklich eine parabolische, exponentielle Anstieg hatte, und dass wir halt immer wieder gesehen haben, wenn es diese deutlichen Entfernungen von Trendlinien gab, dass man dann eben wieder auf die zurückgefallen ist. Das heißt, man könnte natürlich das hier so sehen, dass es eben wieder nur eine Suche nach dem neuen Trend wird und dass man eben dann wieder versucht, auf diesen Trend aufzuspringen und trotzdem langfristig eben nach oben zu steigen. Dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Institutionelle drin. Wir haben Tesla mit drin, MicroStrategy, Square, PayPal und so weiter. Dann auch Leute, die jetzt eben auf Basis der Kryptowährungen Technologien entwickeln. Visa zum Beispiel, die mit der Ethereum-Plattform
ja, Zahlungsprozesse automatisieren wollen und auch schon am Testen davon sind. Das heißt, hier ist natürlich deutliches Interesse da dran, hier weiter dran zu arbeiten und dort eben mit diesen Währungen oder mit diesen Technologien eben zu arbeiten. Wir haben an sich eine neue Asset-Klasse, hat man ja auch immer wieder von Analystenhäusern gelesen, dass die Kryptowährungen jetzt eine eigene Asset-Klasse sind, da sie sich von den anderen Finanzmärkten in dem Sinne entkoppelt haben und es da eben keine große Relation gibt. Und das würde natürlich dafür sprechen, dass hier sehr viele Leute eben noch ja, nicht wissen, in welche Asset-Klassen sie investieren möchten oder aber groß diversifizieren möchten und dann eben auch in diese Asset-Klassen eben reingehen. Da gab es ja auch Hochrechnungen, irgendwie nur 6 bis 8% der Weltbevölkerung sind bisher in Ethereum, in Kryptowährungen wie Ethereum oder Bitcoin eben investiert und da ist eben Luft nach oben, dass die Leute ja eben investieren. Dann vom Grundgedanken her haben wir von den fundamentalen Sachen eben auch keine Veränderungen. Das Bankensystem ist nicht besser geworden. Es gibt immer noch Unsicherheit, Inflationsängste und so weiter und da ist dann eben ja ein Ausweg, ein Teil des Geldes eben in Kryptowährungen zum Beispiel zu parken, wenn zum Beispiel Gold oder andere Sachen zu langweilig sind. Besonders für junge Leute sind ja Kryptowährungen sehr, sehr interessant. Man findet auch immer mehr Anklang für Kryptowährungen insgesamt, immer mehr Stores, die es akzeptieren und eben auch große Zahlungs, ja, Bereitsteller wie PayPal oder Visa oder Mastercard, die eben in diese Richtung forschen oder das eben implementieren. Das würde natürlich bedeuten, dass das eben noch weiter ausgebaut wird, wo dann wieder Nachfrage höher ist als das Angebot, da ja viele Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin eben begrenzt sind oder bei Ethereum auch nur ein bestimmter geringer Anteil eben immer nur dazukommt. Das heißt, es könnte hier natürlich wieder diese Angebot- und Nachfragesache das Ganze regeln, dass das dann wieder alles nach oben kommt. Als letzten Punkt kann man natürlich noch wieder dieses Wohin mit meinem Geld ja, anführen. Die Aktienmärkte sind auf Allzeithoch, die Immobilienpreise sind jetzt auch nicht ja, auf niedrigen Niveaus und mit solchen Märkten, die jetzt eben hier eben runtergekommen sind bei den Kryptomärkten, könnte man das Ganze natürlich wieder als Einstieg sehen. Was wir natürlich auch hier gesehen haben, ist zum Beispiel diese Kerze, die ich ganz aufschlussreich fand. Ich habe das Ganze hier eben verfolgt. Und ja, dieses Teil hier war wirklich sehr, sehr krass. Erst auf den 2800 hat man so ein bisschen sich gehalten, dann ist man wirklich einen Zug runter, 2400 auf die 2000 und dann hat der Markt so ein bisschen überlegt, wohin es jetzt geht. Man ist kurz unter die 2000 gefallen und dann habe ich Buy Orders gesehen, also Kaufpositionen, die ich so wirklich noch nie in meinem Leben gesehen habe am Kryptomarkt. Das waren auch wirklich keine Positionen, die sich hochaddiert haben. Das heißt, dass dort Leute eben 1, 2, 3 Ethereum kaufen wollten, einer mal 10, 20, dass sich das eben so hochsummiert hat, sondern wir hatten explosiv mit einmal dort Orders drinne von 100 Ethereum, 500, 1500 Ethereum und das würde eben auch nochmal dafür sprechen, dass hier eben große Fische, große Anleger, institutionelle eben diese Korrektur genutzt haben, um hier eben ja, neu einzusteigen, um hier Positionen eben aufzubauen, beziehungsweise um hier ja die Position eventuell auch auszuweiten. Und ja, das ist natürlich auf jeden Fall nicht zu verdenken. Ich suche jetzt hier nochmal schnell nach Ethereum gegen den Tether. Da haben wir ihn. Wunderbar. Und das würde eben, wie gesagt, nochmal diese Story unterstützen, dass das hier eben wieder nur eine Korrektur war und wir eben genug Nachfrage haben, aber eben gleichbleibendes oder wenig, wenig steigendes Angebot und dass das Ganze eben wieder nach oben gekauft werden könnte. So, auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich auch sagen, ja, es hat genauso angefangen damals 2017. Erst ging es stetig nach oben, dann exponentiell nach oben, dann kam das erste Bein nach unten, eine kleine Erholung und dann ging es ja in die Steinzeit zurück, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken. Wir hatten hier eben dieser stetige Trend, dann exponentieller Anstieg, das erste Bein nach unten, dann ging es hier eben ja, leicht wieder nach oben und dann ging es wieder stetig zurück in die Steinzeit und das könnte natürlich hier genauso sein. Man weiß es nicht, das wird eben die Zeit zeigen, aber das könnte man natürlich eben als Argument anführen, wenn man sich das Ganze hier eben im Big Picture nochmal anguckt. Davon mal abgesehen, dass man, wenn man das wirklich im Big Picture sieht, über die letzten 10 Jahre, das stetig nach oben ging und es immer wieder dann nach den Halvings von Bitcoin zu diesen großen
Explosionen am Kryptomarkt kamen. Dann sehe ich hier noch zwei generelle Risiken, dann abgesehen von dem Hype, den wir eben angesprochen haben und dass das Ganze jetzt eben vorbei sein könnte. Und zwar einmal, wie wir jetzt mit China gesehen haben, diese ganzen Verbote von Kryptowährungen und so weiter, dass irgendwelche Exchanges eben mit Sperren belegt werden, dass dort Konten gefroren werden und so weiter. Das könnte natürlich diese ganze Sache noch viel, viel schlimmer machen. Wie gesagt, das war nur China. Was ist, wenn hier wirklich irgendwelche großen Besteuerungen, Regulierungen oder sonstigen Sachen von der US-Regierung zum Beispiel ausgehen, wo ja auch sehr, sehr viele Firmen eben ansässig sind, bei Coinbase zum Beispiel, ja, wäre das der Fall. Das könnte natürlich auch nochmal für große Kursrutsche sorgen. Und dann wieder die institutionellen Anleger, wie zum Beispiel Tesla und MicroStrategy. Was ist, wenn denen untersagt wird, eben Bitcoins zu halten oder im Rahmen von Tesla, ja, eben dieser Verkaufsdruck eben einfach da ist? Und man sich ja jetzt geäußert hat, dass man diese Bitcoins noch hat. Damit hat man irgendwie die ganze Situation noch so ein bisschen anstrengender gemacht, weil man hätte jetzt quasi in einem Rutsch quasi das haben können, okay, Tesla zieht sich zurück, keine Zahlungen werden mehr akzeptiert und wir haben die Bitcoin verkauft. Jetzt hat man das nur ausgesetzt und was ist denn, wenn man diese 40.000 Bitcoin, die man eben noch da hat, jetzt einfach auf den Markt schmeißen muss? Das könnte natürlich eben für einen Kursrutsch sorgen. Genauso wie bei MicroStrategy, da ist man ja schon bei 12, 13 10.000 Dollar eingestiegen, hat sich dann Kredite geholt, um bei 20, 30, 40.000 Dollar eben ja einzusteigen. Und was ist, wenn die ja das Ende der Fahnenstange sehen und sagen, wir müssen jetzt uns eindecken, wenn die Kreditinstitute die Kredite kündigen, es Margin Calls gibt oder irgendwelche Kündigungen oder sonstiges, dann müssen die natürlich ihre Position glattstellen und enorme Mengen verkaufen, da sie eben ja sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hatten, sich wirklich mit Tausenden, Zehntausenden Coins eingedeckt haben und wenn die eben den Markt wieder fluten, dann ja, sehen wir eben genau diese Gegenbewegung, die wir hier gesehen hatten. Wir hatten eben ab November bis Februar wirklich sehr viele Leute, die diese Coins gekauft haben, vom Markt genommen haben. Dadurch war weniger Angebot da. Die Nachfrage ist gleich geblieben oder sogar noch gestiegen. Dadurch sind die Kurse natürlich explosiv gestiegen. Und wenn diese Coins jetzt eben wieder an die Börsen gespült werden, könnte das eben dieses ganze Gleichgewicht oder beziehungsweise diese Entwicklung wieder rückgängig machen und für einen Kursrückgang sorgen. Und das wäre auf jeden Fall nicht zu begrüßen. Wir hatten ja gestern schon bei Ethereum gesehen, dass die ganzen Fees, also diese ganzen Transaktionskosten durch die Decke gegangen sind. Wir waren ja stetig bei 4 Dollar pro Transaktion und dann, wo eben hier dieser große Flash, dieser große Abverkauf kam, sind die explodiert in die 40, 50 Dollar pro Transaktion und die Blockchain war komplett überlastet. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass gewesen und ja, da wird sich jetzt auf jeden Fall zeigen, welche dieser Seiten denn ja, die stärkere ist, wie das hier eben aussieht. Wir hatten ja auch ganz viele Social Media Foren, die jetzt wieder gesagt haben, buy the dip und so weiter. Und wie gesagt, bei diesen ganzen Kauforders, die wir hier eben um die 2000 gesehen haben und diese Erholung auf die 2600, wie wir sie jetzt zum Beispiel sehen, würde ja dafür sprechen, dass wir hier wirklich viele Leute hatten, die den Einstieg genutzt haben. Aber wie gesagt, ob das eben jetzt das Ende der Krypto-Zeit war oder doch wieder nur eine Korrektur, lässt sich nur mit der Zeit sagen, wie auch, wie gesagt, die ganzen Großanleger und so weiter reagieren. Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Das wird sehr interessant. Ich bleibe auf meinen Positionen ja, sitz das Ganze aus, guck mir das Ganze mal an, weil ich denke nicht, dass das ja, das Ende des Bullenmarktes ist. Ich denke, dass wir hier auf jeden Fall von den Kursen, die wir jetzt sehen, gerade bei Ethereum oder besonders bei Ethereum, eine Verdopplung sehen und dass wir Bitcoin eigentlich auch bei 40, nee, bei 50.000 Dollar bis Ende des Jahres auf jeden Fall sehen sollten. Gut, das soll es dann gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilen, wenn es gefallen hat und informativ war, damit wir hier andere Leute auch noch auf die ja, auf den informativen Pfad bringen und dass da ein bisschen mehr Entspannung auf jeden Fall reinkommt. Und liken und abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.